Also Leute, willkommen zu meinem Let's Play von Mafia 2. Es geht um eine Art Secret oder um eine Auflösung. Es geht um diese Kistenschleppmission, sage ich mal, wo man in das Lager ausfahren muss, um sich dort Geld zu verdienen. Und nach 3-4 Kisten kann man ungefähr die Mission abbrechen, weil das einfach viel zu viel Arbeit ist. Allerdings kann man auch die Mission weitermachen. Ich bin mir sicher, das haben sich schon viele von euch gefragt, was denn wirklich passiert, wenn man diese Mission weitermacht. Und das würde ich ganz gern rausfinden. Und dies als kleines Let's Secret oder so, kurz mal aufnehmen. Kurzer Schnelldurchlauf für die Hinfahrt. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Ich habe die Mission bereits angefangen und holla, okay. Und ich beginne damit, die Mission ganz normal zu spielen. Das heißt, ich werde nach den paar Kisten aufhören, um euch das nochmal zu zeigen. Beziehungsweise nochmal besser zu verdeutlichen, was ich meine. Pack den Stapel Kisten hier auf den Laster. Wenn du fertig bist, gibt's 10 Mäuse. Wenn was verloren oder kaputt geht, gibt's nix. Jetzt fang an und lass dir nicht den ganzen Tag Zeit. Okay, auf geht's. Ja, extrem langweilig. Ich frage mich, ob die Kisten überhaupt alle hier reinpassen. Die Tür ist offen, du kannst gehen, wenn du genug hast. Ja, das ging ja schnell. Schon fertig? Ja, fertig. Und das Geld können Sie behalten. Als ich sagte, ich brauche einen Job, meinte ich keine Sklavenarbeit. Wie du meinst, dann verpiss dich, du Penner. Und lass dich hier nie wieder blicken. Ha. Bei Barbaro und Co. kann ich 100-mal mehr verdienen. Warte mal, sagtest du Barbaro? Joe Barbaro? Ja, na und? Scheiße, niemand, der für Joe arbeitet, würde für einen Apfel und ein Ei Kisten schleppen. Willst du mich verarschen? Komm mal mit. So, wie gesagt, das war wahrscheinlich das Ende, was so gut wie jeder genommen hat. Und wir sehen uns gleich nochmal. Ich werde die Mission nochmal starten und dann werde ich mal schauen, was passiert, wenn ich nicht sofort versuche abzuhauen. Okay, bis gleich. Tschüss. So, ich beginne jetzt mit der zweiten Variante. Gott, sind das viele Kisten. Ich bin wirklich gespannt, was passiert. Ob ich die wirklich alle schleppen muss oder ob noch irgendwie eine andere Szene kommt oder keine Ahnung. Pack den Stapel Kisten hier auf den Laster. Wenn du fertig bist, gibt's 10 Mäuse. Wenn was verloren oder kaputt geht, gibt's nix. Jetzt fang an und lass dir nicht den ganzen Tag Zeit. Mach ich. Okay, es kann sein, wenn es am Ende zu lange dauert, dass ich hier nochmal vorspule. Aber ich hoffe nicht. Ja, Kiste Nummer 1. Die Tür ist offen, du kannst gehen, wenn du genug hast. Das kann ja heiter werden. Wer will denn den ganzen Tag Kisten schleppen, verdammt? Ja, ich mache es auch nur zum Dienste der Wissenschaft. Hey, da steht mein Auto. Kiste Nummer 2. Alles für lausige 10 Kröten? Das ist doch ein Witz hier.
Ja, das ist hier versteckte Kamera, du. Kann man sprinten? Nee, kann man nicht. Kiste Nummer 3. Wie stehen ihr das durch? Ich mach's erst seit 5 Minuten und kann schon kotzen. Wo du recht hast, hast du recht. Naja. Ich glaube immer noch besser, als wenn ich so ein Boot schrubben würde. Jetzt sagt er schon gar nichts mehr. Die Bretter könnten sie aber auch mal wieder festnageln. Lebensgefährlich. Wisst ihr was? Ich brauch die paar lausigen Kröten nicht. Wie? Nach 5 Kisten hört er schon auf? Nach lausigen 5 Kisten? Schon fertig? Ja, fertig. Und das Geld können Sie behalten. Als ich sagte, ich brauche einen Job, meinte ich keine Sklavenarbeit. Wie du meinst, dann verpiss dich, du Penner. Und lass dich hier nie wieder blicken. Ha. Bei Barbaro und Co. kann ich 100-mal mehr verdienen. Warte mal, sagtest du Barbaro? Joe Barbaro? Ja, und? Scheiße, niemand, der für Joe arbeitet, würde für einen Apfel und ein Ei Kisten schleppen. Willst du mich verarschen? Komm mal mit. Ja, ziemlich enttäuschend, würde ich sagen. Dasselbe Ende. Ja, an der Stelle ist das Let's Play dann im Prinzip schon vorbei. Wie gesagt, sehr enttäuschend. Ich dachte irgendwie, da passiert noch mehr, als wenn ich da 5 Kisten raufstapel. Aber nun ja, okay. Kann ich jetzt noch weitermachen? Nee. Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wäre nett, wenn ihr einen Daumen hoch geben würdet für meine Mühe. Und eventuell ein Abo dalasst. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video. Alles klar, bis dann. See ya. Tschüss.